Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Minecraft Next. Ich bin nicht allein, ich habe heute hier den... Günther. Sehr schön, Günther. Nicht Günther, Ente. Achso, Ente. Jetzt habe ich ein Screenshot gemacht, Mann ey. Ja. Günther, verstanden. Ja klar, ich heiße Patrick Ente Günther. Sehr. Freut mich sehr. Ja, eh nicht. So, ich wollte die Holzpipes bauen jetzt erstmal, damit wir weiterkommen in Le Höhle. Was würde ich bauen? Ich weiß es gar nicht mehr. So, 16 Stück sollten erstmal reichen. Mein Gott, ich bin so unfähig zu craften. Ja, was ich jetzt außerhalb der Aufnahme kurz gemacht habe, ist gesehen haben, tun, dass wir hier... Ups, die ist weggefallen. Einmal so machen müssen und den hier einmal... Hier nochmal einen dran setzen. So. Ja, genau da. So. Pocket Crafting Table. Na klar. Klar. Okay. Soll ich mich? Ich glaube, ich hau mich auf die Quarry. Ich glaube, ich versuche jetzt mal beginnen. Also, ich werde versuchen, sie zum Laufen zu kriegen. So. Bei euch. Scheiße. Vier Fackeln. Beziehungsweise vier Landmarks. Wäre von Vorteil, ja. Die Maschine war nicht. Aber das wird noch nicht ganz verstanden mit den Landmarks. Muss ich zuerst die Landmark setzen und dann die Quarry neben ein Landmark oder umgekehrt? Du musst die Landmark setzen und dann die Quarry, glaube ich. Bin mir gar nicht sicher. Ja. Noch ein Tank. Da brauche ich noch Wooden Pipes. Wie wir in WoW gelernt haben, sind Tanks sehr selten. Ja, das ist wohl wahr. Wooden Waterproof Pipe brauche ich ja für Öl, oder? Muss waterproof sein. Apropos waterproof, habt ihr noch Kakteen über? Nein, ich suche die ganze Zeit schon nach Kakteen, aber ich finde keine mehr. Oder ich finde überhaupt keine. Wir müssen anbauen, sonst ist man halt gefickt. Ja, habt ihr noch Kakteen? Nee. Habt ihr überhaupt Kakteen gefunden? Nee. Noch nicht. Das gibt's nicht. Kakteen findest du nicht einfach so, sondern in der Wüste, aber wir haben hier weit und breit keine Wüste. Ja, ich habe zumindest noch keine gesehen. Du müsstest dich mal auf Entdeckungsreise begeben und einfach mal so 3-4 Stück holen, das reicht ja schon. Ja, es reicht auch schon eines. Ja. Solange die keiner irgendwie verwendet, ist alles cool. Ja. So Leute, was ich hier gerade mache ist, ich habe rausgefunden, wie die Bedbox funktioniert. Und zwar ist die nur an einem Punkt zugänglich und das ist dieser. So. Und zwar ist es der Outpunkt. Der Inpunkt ist überall möglich. Der Outpunkt allerdings nur an einer Stelle und das ist halt dieser Punkt, Punkt, Punkt. Das hast du sehr schön erklärt. Ja. Ich sollte kein Lehrer werden, das ist ein Problem. Wir haben bestimmt ein bisschen Kohle über, ne? Wir? Fertig. Ne, ich. Achso. Ja, ich hab hier noch so ein bisschen. Wollen wir kurz mal den Generator speisen? Den nutzen wir gleich. Gesundheit. Danke. So, das fließt dort rein. Ben? Oder wir brauchen hier Glas. Hat Strom. So, jetzt funktioniert es mich auch wieder. In der vorletzten Folge war ich ja so verzweifelt, weil es einfach nicht funktioniert hat. Ja, hier müssen wir trotzdem mal anders bauen. Das ist halt das Problem mit Badbox. Wenn man hier nicht vordenkt beim Bauen. Das Problem, was ich jetzt habe.
hätte die einen weiter runtersetzen müssen eigentlich. So. What the fuck? Oh, was? Hat sich da echt ein Skelett unter unser Haus versteckt, damit es nicht verbrennt? Und es hat mich gerade voll erschrocken. Sneaky Bastard. Muss. Könnte man das ja auch wieder normal bauen. So, hier einmal, da einmal. Das Eisen könnte man ja mal mitnehmen, ne? Kann man, muss man aber nicht. So. Wäre ganz praktisch. Dann werde ich auch zusehen, dass wir jetzt demnächst mal das Ölfeld, was wir da hinten noch haben, anzapfen. Achso, und zuerst müssen wir jetzt überhaupt erstmal da runter gehen und die Dingensen anschmeißen. Weil jetzt passt das ja hier alles. Das hier läuft. Ich hoffe nur, es ist nicht weit, zu weit weg. Da müssen wir nämlich einen Weltenanker setzen noch. Weltenanker? Ja, das heißt, ein Weltenanker sorgt dafür, dass der Chunk aktiviert bleibt. Okay, ich nenne das einen Chunkloader, aber... Ja, Weltenanker stand das da irgendwo mal. Weltenanker? Ich weiß nicht, ob es den hier gibt. Gerade zum ersten Mal, muss ich gestehen. Was hier? Bin ich nackt, singe ich überhaupt im Takt? Entschuldige. Oh. Ich habe ja die Dings noch gar nicht verbunden mit und so. Ich habe noch 39 Pipes, noch gut, die reichen. Ach ja, das habe ich nicht verbunden, genau, weil wegen Holz. Oh, jetzt ist mir die Pipe verbrannt. So reicht das schon. Ich bin einerseits traurig, dass ich erst noch bei Folge 3 bin. Das auf YouTube hochgeladen wurde. Andererseits habe ich bestimmt jetzt schon 15 Folgen insgesamt. Ja. Ja, okay, es ist etwas suboptimal. Ja. Ah, der Geothermal Generator hat nicht mehr so viel. Haben wir gleich einen Biofuel Generator? Ich glaube nicht. Ich denke, wird's mal Zeit. Bioreactor, Biofuel Generator, da den brauchen wir. Was? Raw Plastic. Melzen. Komm schon. Was zum Teufel? Factory Machine Block. Fuck. Blaze Rod. Oh ne, das ist mir zu viel. Bleib ich doch lieber beim Alten. Ja, Ente. Das war ein sehr schlauer Plan. Nicht. Ich hänge in dem Loch fest. Scheiße. Ich habe keine Goldleitungen mehr. Nee. Im Inventar habe ich auch keine mehr. Nur 13 Buddentransport-Pipes sollte es geben. Jetzt weiß ich, wieso die nicht connecten. Die sind nicht waterproof. Ja, da wird wohl liegen. Wir haben halt keine Kakteen, das regt mich auf. Ja. Es wird Nacht, kannst du pennen gehen? Ich hänge gerade in einem Loch fest, warte. Ich mache mich auf den Heimweg. Jetzt tue ich mal kurz reloaden. Oh, jetzt ist es weg. So. Ja, ist ja gut, ich komme. Gut, dann werde ich jetzt gleich loslaufen und Kakteen suchen. Erstmal ein Brot essen. Dann suche ich mal mit.
schon. Hoch auf die Treppe. Los, und jetzt hoch. 10 Sekunden. Na, mach 20 draus. Gut. Und ich bin im Haus und im Bett. Erstmal einen Schluck Wasser. So. Jetzt werde ich bananieren. Nein, Einhorn streicheln. Ah. Creeper, gleich wieder Löcher in die Erde stampfen. In welche Richtung war ich denn noch nicht? Das ist nur Wasser. Ich glaube, in die Richtung auch immer nicht. Das war alles bloß, was ich jetzt also brauche hier, ey. Crafting Teller dann praktisch, ein bisschen Holz. Dafür gibt's dann endlich mal Kakteen. Wenn du willst, der mal keine Wüste haben, dann kriegst du auch nicht. Aber wenn es dir mal brauchst, dann kommst du nicht. Hm. Ich mache mir auf jeden Fall jetzt nochmal einen Waypoint, der heißt Zuhause. Das wäre eine gute Idee. Waypoint at home. Da hinten ist eine Schneelandschaft. Was? So, einfach mal in Teufel. Diese Richtung. Ach so. Ah, hier ist noch eine Dimension, wo ich rein kann. Gleich einen Waypoint setzen. Dieser Ozean sieht groß aus. Ich nehme einen anderen. Oder ich hole mir erstmal ein Schiff. Hey. Ich könnte ja in die Dimension gehen und auf Kaktus, nicht meinen Kakteen hoffen, aber die Chance ist groß, dass ich wieder in den Limbo falle. Hm. Das möchte ich nicht. So, jetzt machen wir hier mal ganz kurz. Nee. Zwei Boote. So, und los geht es. Alles nur Swamps, da habe ich nur. Toll. Einfach mal eine Runde Boot fahren. Ich brauche keinen Bambus, ich brauche Kaktussen. Kaktussen? Ja. Hm. So, dafür ist die Weltkarte nämlich echt genial. Ja. Da ist eine riesige Ölquelle. Oh ja. Aber mitten im Wasser ist auch wieder Arsch. Ja, aber die ist wirklich mitten im Wasser. Ja. Ja, es ist einfach so ein Ölkackstreifen im Wasser. Da war APP Shell. Golf von Mexiko. Ja, genau das. Unten habe ich eine Insel. Oh mein Gott. Los, lauf. Lauf, Charakter. Nee, jetzt kein Kaktus. Nein, mein Boot ist zerschellt. Ah, shit. Hast du mehr? Auf einer einsamen Insel gefangen. Nein, ich habe noch welche. Ich habe ja direkt zwei gebaut, finde ich blöd. Schade. Ich meine, Glückwunsch. Schön gemacht. So, wir fahren weiter.
machen wir eine Bootstour. Mhm, mach ich. Alter, was arbeitest du nochmal? Mediengestalter beim Regionalfernsehen. Ja. Ja, okay. Was macht denn Mediengestalter? Werbung? Bild und Ton. Ich sitze in der Redaktion bei uns. Großteils. Und dann heißt es ja hier, da ist ein Weihnachtsmarkt. Fahr da mal hin, dreh mal ein bisschen was, mach daraus einen Werbebeitrag. Und sag das einfach mal an für die Zuschauer. Dafür gibt's dann. Oh, super. Mein Boot ist kaputt gegangen, einfach so. Ja. Mitten auf dem Ozean. Das ist sehr geil. Ja, dafür gibt's. Ah, da ist es. Da ist es. Soll aus dem Leck. Komm zurück. Boot. Komm schon. Boot. Komm her. Komm her. Komm her. Mein Gott, die Map bleibt gerade bei mir. Bei mir auch. Das ist wie auch noch. Holy shit. Wow. Es kickt mich aber weg. Es existiert eigentlich gar nicht mehr. Jetzt sitze ich wieder drin. What the fuck? Der Server spackt ab. Aua. Ja, ich merk's. Aber ich habe eine riesige Insel gefunden, wie es aussieht. Das gibt es ja nicht, dass es hier überhaupt keine Kakteen gibt. Wie weit bin ich entfernt? 600 Meter. Nein. Ich? Nein, nein. Ich von meinem Zuhause. So. Hier ist einfach nur ein riesiges Flachland. Da gibt's ja hier Kakteen am Strand. Aber scheint nicht so. Oh, Alter, jetzt hat mein Boot schon wieder rausgekickt. Ja, das Map geht jetzt gerade mehr raus. Boot bauen sein. Eindeutig. Ah, ein Lied. Schauen wir mal noch kurz aufs Handy. Verstehe. Oh mein Gott, ey. Der Server braucht mehr RAM. Da ist mein Boot, da ist mein Boot. Wie viel hat denn der hier? 5 GB. Du weißt doch was? Bitte? Wer ist der Horst? Da war. Ja. Ja, wer ist der Serverhorst? Turtman Drugstar 500. Okay. Aber der lässt ihn halt über den Root laufen, glaube ich. Und ja, 5 GB haben wir gekriegt. Unseren MC-Server. Und schon wieder Eislandschaft, das gibt's ja nicht. Krieg auch bitte mal eine Wüste. Sei froh, ich habe nur Ozean. Ich wäre weitaus glücklicher, wenn es hier Kakteen geben würde. Das ist die Kürbisse bei der Insel. Okay, die Insel sieht schon mal nicht verkehrt aus. Oh mein Gott, ich laufe nicht auf Land. Land in sich. Oh ja, oh hier ist Zuckerrohr und zerschellt. Nee, lädt nur nicht. Hallo Server, möchtest du bitte mal mich aus dem Boot rauslassen? Das wäre echt freundlich. Komm schon. Oh. Server hat Communication Error. Echt? Ja, ja. Ich kann nachher rumlaufen, aber abbauen geht nicht. Da, Router Craft again. Jetzt erst. Ja. Oh je, yeah. Oh. Aber der Server hält nicht mehr lang. Wir haben noch 10 Minuten. 7 Minuten haben wir noch? Ja. Mal wieder 30 Minuten.
Ach ja. Kommst du wieder drauf oder geht's nicht? Communication Error. Noch immer. Ja, in der Zeit könnte ich den Leuten ja mal zeigen, was ich vorhabe zu bauen. Mit dem Geothermal-Scheiß. Damit die das noch sehen. So sieht das Ganze nämlich aus, was ich bauen werde. Wir haben hier nämlich die Pumpe. Die pumpt. Hier haben wir die Engines. Die hier mit Schaltern halt. Dann wird das hier so schön richtig geil. Richtig lecker gezogen. In den Tank rein. Von da aus direkt in den Geothermal rein. Da aus in die Bedbox und von da aus zu den Öfen. Mehr ist das Ganze nicht. Nur auf die Entfernung ist es verdammt viel Arbeit. Oh je. Das zeigt mir gar nicht mal an. Jetzt can't reach Server. Ist abgeschmiert oder was? Ich meine, ich kann noch herumlaufen. Boah, das ist ja Abfuck. What the fuck? Er ist wieder da. Oder? Ist er wieder da? Okay, downloading. Ja, jetzt geht er wieder gescheit. Lass uns mal kurz laden. Mein Gott, sehe ich da gerade Kakteen auf der Karte? Aber ich glaube nicht. Ich habe hier auf jeden Fall Kürbisse, die nehme ich auch definitiv mit. Aber wir haben sogar noch Kürbis Seeds irgendwo. Hey, das ist hier hoch. Ja, ne, das ist Klopfungen gemacht. Ist doch nur ein Grasblock. Da wollte er keine Blöcke ab. Yeah. Was? Die Kühe bewegen sich auch nicht bei mir. Mann! Kann was ist aber was bei dir, dass der sich ja rückmeldet? Ja. Ja. Hier ein dickes Lavaloch und what the hell? Sieht komisch aus. Fill in the fucker, motherfucker. Das ist Lavaloch. Wie spät hast du aber Rückmeldung erteilt, ey? Jetzt meine Miniweb. Ja, die Chunks laden gar nicht mehr. Und wir zum Teil. Ja, mir so rein gar nicht. Es gibt's nicht. Brauchen einen größeren Server. Also mehr Gigabyte. Wenn ich jetzt den Gummi so einen riesen Baum abfälle mit einem Mal, ne? Ja, da haben wir schon mal den Server gecrashed, ich würde es nicht machen. Ja. 1500 Meter von zu Hause weg. Hast du Admin-Rechte? Leider nein. Kannst du dir irgendwelche geben lassen und mich hier wegporten? Dann funktioniert es nämlich auch wieder. Nee, wird nicht gehen. Wieso nicht? Ja, ich kann da mal den Admin kurz kurz fragen. Ob er runterkommt, meinst du? Ja, genau. Wow. Da hat er Rückmeldung gehabt eben. Ja Leute, das ist Minecraft. Auf einem schlechten Server. Nein, danke voll an Frank, dass er den hostet. Ohne ihn wäre das Projekt gar nicht möglich. Oder zum Teil nicht. Der Server-Admin kommt gleich. Mhm. Steckt ja nur noch fest. Ja Leute, ich würde sagen, hier passt ein Cut ganz gut, wa? Ja, 25 Minuten, also das passt. Ja. Dann werden wir uns wiedersehen in der nächsten Folge, wenn wir weiter auf Kakteensuche gehen. Hoffe, ihr habt's gefreut. Und bis zur nächsten Folge. Haut rein. Ciao.